Ja. Ah, jetzt höre ich sie auch wieder, genau. Wir hatten einmal kurz, das war einmal, haben Sie das Bild schon gesehen, das Röntgenbild? Ja. Gut. Das könnt ihr uns mal gleich zeigen, kurz mal erklären, ja. Haben wir schon ein C-Bogenbild gemacht, das sieht so gut aus, die Größe passt. Ist eigentlich optimal, auch wenn man guckt an die laterale Wand mit dem Schaft reingeplantat, kommen wir genau an die Kortikalis. Das ist also eigentlich, was die Verankerung angeht, so optimal, wie das eigentlich sein sollte. Insofern denke ich, kann man damit eigentlich ganz zufrieden sein, weil jetzt auch nicht was super Komplexes sein. Das Bild kurz mal ist die Kamera so umzuschwenken. Ja, wie gesagt, dann ich hatte eigentlich das Bild kurz abgespeichert. Ja. Was, ja, das sieht, ja, das kann ja, sehen. Also wie gesagt, wir haben hier das schaffreie Implantat, was hier direkt bis an die laterale Kante geht. Das war das, was ich auch gemessen hatte. Jetzt in der Operation, dass es hier genau hinkommen wird. Ne, von der Kopfgröße her passt das auch. Wenn ich hier vom lateralen Acromion hier zum Tuberkulum rüber gucke, sehe ich, dass ich dieses Alignment, das auch hundertprozentig gut passt. Also insofern denke ich, kann man da mit dem vom Röntgenbild her jetzt ganz zufrieden sein. Das sieht ordentlich aus. Zu der Frage, die Sie gestellt haben, zu den großen Implantaten und so, oder geht das, kann man jetzt kann man das ein bisschen besser sehen von weit weg. Was sagen Sie jetzt dazu, die Kollegin, die Stellung mit dem Platten? Ja? Wie sehen Sie das? Ja, super, weiß ich nicht, aber das sein. Bitte? Bitte? Ich sag, wie sieht denn so ein Ersatzteillager dann aus? Ich meine, die Knochen sind ja nicht alle gleich. Ne? Ja, jetzt ist die große Frage, Herr Ackermann. Da haben wir, ist die Frage, die ich auch stellen wollte. Gut, in diesem Moment, wo Sie alle diese Situationen beherrschen wollen, was müssen Sie denn überhaupt irgendwie für Implantate da haben? Das heißt, ist das denn überhaupt eine Operation, die vernünftig von den Implantaten her irgendwie in jede Klinik und unter Umständen in jede Praxis so laufen kann, wobei ich dann auch eine Stellung habe, der Kollegen so haben, die Erfahrung so damit haben, oder muss man wirklich die Voraussetzungen haben, irgendwie jede Situation zu bewältigen und wie groß muss das Ganze, was für ein Lager muss man dann haben? Oder ist das einfach, weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Stunden verschiedene Modelle zu besorgen und dass ich mit jeder Situation zurechtkomme? Also wir haben grundsätzlich aber hier einen relativ großen Vorrat an Implantaten, die wir verwenden, das heißt alle Größen für, ich sag mal, 95% aller Fälle, insbesondere die Sachen, die auch notfallmäßig anstehen können, die wir damit gut abbilden können. Es gibt natürlich Situationen, wo wir was Spezielles brauchen, insbesondere wenn zum Beispiel schon Implantate vorhanden sind. Da müssen wir natürlich Sachen besorgen. Das klappt allerdings in der Regel relativ gut und zum Rest gut. Das hat natürlich auch viel ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Dadurch, dass wir auch relativ viel machen, haben wir da ja schon auch ein bisschen Erfahrung über die Jahre gesammelt und kann man dann immer auch irgendwie ein kleines Schrittchen weitergehen, wieder was Neues zu probieren, dass etwas komplexer wird. Ne? Aber das ist nicht eine Operation, wo ich sagen kann, ganz, ganz einfach, ich habe drei Implantate so da und sollte ich morgen auch, wenn ich die Erfahrung habe, so anfangen, das zu machen, ohne die Möglichkeit, irgendwie eine Ergänzung zu haben oder entsprechend zu reagieren, wenn was Besonderes passieren sollte. Also das sollte man auf keinen Fall machen. Also man sollte wirklich gucken, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist und aus meiner Sicht ist wirklich, sind diese Sachen etwas, was jemanden erfordert, der die entsprechende Erfahrung hat, der sich auch damit auskennt, auch der Austausch mit anderen Kollegen, das was ich oder wir ja auch viel machen, dadurch, dass wir Workshops mit veranstalten, international, ist einfach wichtig, ja, dass man Erfahrungen sammelt, ne, und dadurch kommt man immer ein Stückchen weiter. Insofern, man lernt im Endeffekt nicht aus bei so einer Sache. Und über den Blutverlust haben wir geredet. Die Operationszeiten jetzt, die echte so Implantationszeit war heute, und von mir aus mit der Operation zusammen,
Operationszeit bei dieser Art der Prothese so immer oder ist das eine durchschnittliche Situation und wie lange braucht man, wenn man zum Beispiel andere Komponenten so ersetzt oder so, wie sind denn insgesamt die Operationszeiten? Das hat auch mit dem Blutverlust auch zu tun. Das hat auch ein bisschen mit dem Blutverlust zu tun, selbstverständlich. Jetzt, wenn ich schaffbar arbeiten kann, bin ich einfach schneller, weil ich weniger Schritte habe. Das haben Sie ja jetzt gesehen. Das sind im Prinzip ganz wenige Schritte, die ich für die Präparation noch brauche. Damit gewinne ich natürlich unheimlich viel an Zeit. Das ist gar keine Frage. Habe ich komplexere Fälle, dann brauche ich natürlich auch länger. Ich meine, eine einfache Sache ist auch ein Patient mit einer defekten Arthropathie, der eine inverse Prothese braucht. Dann ist man in der Regel schon in 40, 45 Minuten hat man die Operation geschafft. Aber andere Fälle, komplexer mit Gelenkaufbau, das kann auch durchaus 2 bis 3 Stunden Zeit in Anspruch nehmen, weil es einfach viel komplexer ist. Ja, der andere würde jetzt fragen, die Frage, da sehe ich überhaupt nicht, ja, wird jetzt gleich kommen. Was bringt denn überhaupt eine solche Prothese finanziell für das Haus? Ist nach dem DRG-System, was kriegt denn das Haus dafür? Das ist auch nach dem DRG-System abgebildet und kommt in die Gruppe der anderen großen Gelenkersätze und wird 2,8 mal unsere Base Rate. Ja, war 3.000, das heißt, bringt etwa 9.000 Euro so insgesamt. Ja. Wenn das so hinkommt und die Implantate kosten im Schnitt wie viel? Implantat ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie aufwendig die Versorgung war. Das, was ich jetzt gemacht habe, war im Endeffekt der, am wenigsten kostenverursachendste Variante, insbesondere wenn es an den Bereich der Glenoide geht, wird es dann deutlich mehr. Aber das kann bei komplexen Sachen, kommt noch eine Nickelallergie dazu, ja, kann das durchaus sein, dass alleine die Implantate irgendwo schon bei 3.500 Euro liegen. Ja. Wäre das denn irgendwie bei solchen Implantaten besser honoriert oder ist der gleiche Preis und da müssen Sie irgendwie eine durchschnittliche Situation zustande bringen, die passend ist? Nur wenige Situationen, wo es extra irgendwie honoriert wird, wenn zum Beispiel was speziell angefertigt ist. Aber ansonsten ist das eine Durchschnittskalkulation. Also, dann bleiben Sie bitte kurz mal da, da ist eine Frage da, bitte das Mikrofon. Zunächst mal, wenn wir nicht einig sind bei den Sachen, die erzählt worden sind, bitte Stellung dazu nehmen, das ist wichtig. Ja? Bitte hier, das Mikrofon haben Sie. Ja, prima. Ja, Herr Dr. Eichenberg, erstmal vielen Dank für diese sehr gute Präsentation. Frage, diese Prothese, wenn es gut fest sitzt in Jahren, sagen wir mal 5 oder 10 Jahren, dann wird sicherlich zu Erosion der Glenoid kommen und möglicherweise auch zu Läsion der Rotatorenmanschette. Kann man diese Prothesentyp problemlos konvertieren in der inverse Prothese oder müssen Sie alles wieder austauschen? Nee, das ist ja ein Riesenvorteil dieses Modells, das hat der Dr. Lessinghausen eben gezeigt. Die ist ja konvertierbar. Ja, das ist im Moment die einzige schaffensfreie Prothese auf dem Markt, die konvertierbar ist. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Wenn ich also wirklich irgendwie in die Situation komme, hat ja diesen Fall gezeigt, den wir auch operiert haben, wo wir erst anatomisch mit Glenoid versorgt haben, dann ist der Patient gestürzt nach 8 oder 9 Monaten, hat sich den Subscapularis gerissen. Und das kann man wirklich ganz einfach lösen, indem man es umsteckt. Ja, und das ist natürlich ein, finde ich mal, als riesen Vorteil, dass ich nicht an den Knochen muss. Ne? Denn davon profitiert der Patient langfristig in jedem Fall. Und wie gesagt, zum Glenoid haben Sie natürlich 100% recht. Trotzdem, bei der Nekrose gibt es keinen Grund, jetzt die Pfanne mitzumachen. Aber das Glenoid ist zum Beispiel ein Grund, warum wir bei den noch kleineren Implantaten etwas zurückhaltend geworden sind. Weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass da das Glenoid tendenziell eher Probleme macht, als wenn ich wirklich den kompletten oberen Kopf ersetze. Da haben wir eigentlich weniger Schwierigkeiten gesehen. Das ist eigentlich ein Grund, warum wir so ein bisschen mehr in diese Richtung jetzt gehen, dass wir, wenn dann, eine schafffreie oberen Kopfprothese machen und nicht in Richtung Arthrosurface oder die arthroskopisch einzusetzende Variante von einer anderen Firma verwenden. Ja, das ist jetzt wichtig. Wie viele Jahre rechnen Sie jetzt im Schnitt mit dem Beginn der Beschwerden? Aufgrund der beginnenden Protrusion oder was da passieren wird, was glauben Sie?
War die Frage an mich gerichtet? Nein, also im Grunde, zunächst aus dem Grundintorium. Ich würde sagen, die Insuffizienz der Dotoren-Rundstätte kann wirklich nach 16 Jahren mindestens oder vielleicht auch noch früher passieren. Die Erosion der Pfanne, der Vilenoid, kann auch wirklich in dieser Zeit passieren sein. Also ich habe schon viele Fälle gesehen, dass nach 16 Jahren dann natürlich zu Wechsel der Prothese Anlass gegeben hat, weil dann die Schmerzen eingetreten sind. Zwar war die Prothese noch fest, aber dann natürlich Schmerzen, weil die Arthrose eingetreten ist, ein Vilenoid. Und das ist wirklich nicht. Aber gut, Sie haben völlig recht natürlich. Wenn ein Patient noch jung ist und in Anbetracht des eher problematischen Implantation der Vilenoid, sollte man natürlich so spät wie möglich implantieren und das mal lassen, bis es dann nach 5, 6 und 10 Jahren, dann kann man immer noch implantieren, weil dann die Langzeit der